Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus der Karibik von unserer Insel. Ja, Materialien sind verbaut oder beziehungsweise verstaut. Materialien sind auch schon teilweise durchgeschmolzen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Erze gemacht. Also ein kleiner Kupfervorrat ist schon mal durchgeschmolzen. Ja, guck mal, Lehm werden wir so schnell erstmal nicht wieder mitschleppen müssen. Ja, dann habe ich mal noch ein bisschen Holz besorgt, damit wir hier auch ein bisschen was tun können. Denn ich möchte mal schauen, dass wir hier vielleicht noch ein Stückchen unser Anbaugebiet erweitern können. Dazu brauchen wir jetzt ganz dringenderweise Material, beziehungsweise, halt, falsche Taste, okay. Brauchen wir jetzt ganz dringend ein bisschen Baumaterial. Nun muss ich mal schauen, Säge haben wir noch. Dann lasst uns mal ein bisschen was herstellen. Ja, die Werte stimmen soweit. Komm, nehmen wir den Kern mit hier. Dafür habe ich eine extra hier mitgenommen, damit das ein bisschen effizienter geht. Ja. Warum die Karre immer umfällt, ich weiß es nicht. Aber wird schon seinen Grund haben. Vielleicht ist der Strand auch zu schräg. Möglich ist alles. Und was ich gerade gesehen habe. Ah, große Äste kann man jetzt auch herstellen. Okay, dann das ist was für mich ganz Neues. Weil da muss ich nicht mal extra wegen jedem losrennen. So. Hammer, obwohl, den müssen wir reparieren. Reparieren, wir brauchen kleine Steinchen. Auch da habe ich noch mal ein paar eingesammelt. 1, 2, zack. Los, komm, reparieren. Ja, dass wir auch hier mal einen Fortschritt erreichen. Klar. Ziel und Sinn ist es, der Geschichte zu folgen, aber ich möchte schon hier ein bisschen was erreichen. So, dann nimm mal dein Hämmerchen in die Hand, mein Freund, und zack. Ah, noch mehr Steinchen. Ein Glück nehme ich immer mal ein großes Steinchen mit, ja. Auf dass man hier auch irgendwie da immer im Vorrat einen kleinen Stein haben. Ja, und außerdem, weil ich lootwahnsinnig bin, aber das wisst ihr ja mittlerweile, oder ihr ahnt es zumindest. So, her damit, ran. So, hier nochmal. Ja, und dann würde ich ganz gerne noch 2, 3 Beete aufbauen. Einfach nur, damit wir ein paar Sachen auch hier vor Ort haben, gerade was so Medizin angeht und Dinge, die wir sonst nur verstreut auf den Inseln finden. Da reichen die Steine wieder nicht, zack. Ich hoffe, es ist so in Ordnung, wenn ich ohne Fackel rumlaufe, oder? Komm, für euch tue ich doch alles. Verbrenne ich mir sogar den Finger beim Anzünden. Jawohl. Ja, nächsten Stein herstellen. Ja, Ziel ist es natürlich, dass wir heute noch aufbrechen in die Puma-Region. Habe ich versprochen, habe ich auch vor. Aber vorher möchte ich hier wenigstens auch einen kleinen Fortschritt haben. Ja, zack. Bauen. Yep. So, nun wird es schwierig zu sehen, kriegen wir hier noch ein Beet daneben. Ich gehe mal eher davon aus, nicht. Dann lasst uns mal noch so eine Foundation daneben stellen, wenn das geht. Oh ja, klar geht das. Ja. Ein Material ist da. Also lasst es uns nutzen. Ja. Zack, zack. Aufpassen. Beim Bauen vergesse ich nämlich, dass Bauen Zeit kostet und Zeit kostet Energie. Und naja. So. Ein weiteres Beet. War bei Maschinen, ne? Maschinen, da. Farm, verbesserte Farm, Kompostergrube. Ne, lasst uns erstmal die normale Farm bauen. Wir brauchen Schaufeln und ja, krieg mal hin. So. Das Platzieren der Farm ist irgendwie immer eine Sache. Ich weiß nicht, an was es liegt. Komm, lass uns erstmal fertig bauen. Also, wir brauchen einen hohlen Stamm und 6 geteilte Bretter. Kriegen wir hin. Machen wir. Jetzt können wir natürlich die Fackel wieder ausmachen. Zack. So, also einen hohlen Stamm haben wir. Zack. Und jetzt 6 geteilte, das wird natürlich jetzt ein bisschen. Halt. Nö, 6 geteilte. Platzieren und arbeiten. Ja,
Ja, sind die Holzvorräte relativ schnell wieder erschöpft. Es wird Zeit, dass wir ein größeres Schiff haben, dass wir von unterwegs immer mal Material mitnehmen können. Dreh dich um. Zack. Wagen in der Ecke. Ja. Nein. Jetzt nimm doch mal die richtige Taste. Mensch. Da. Zack. Erledigt. Mal schauen, wo ich jetzt die Schaufeln gelassen habe. Die hat noch 7 und die hat noch 6. Ich glaube, keine von denen wird irgendwie mehr ausreichen. Fallen lassen, zerstören. Ach ja, das sind ja die Holzdinger, die kann man ja nicht reparieren. Ja, dann können wir sie auch zerstören. Wo haben wir sie jetzt? Da, weg ist sie. Braucht allerdings Zeit, seht ihr? Darum habe ich Werkzeuge eigentlich schon mal weggeschmissen. So, eine Schaufel. Ich weiß, wir haben eine Kupferschaufel gefunden. Die würde ich dann aber auch für unterwegs eher nutzen. Und nicht für solche Arbeiten. Bei solchen Arbeiten kriegt man mit einer Holzschaufel hin. Da tut die das so Übriges. Das funktioniert. So, wir bauen das Ding mal auf. 20, seht ihr? Hätte nicht gereicht. Und jetzt mal schauen, ob wir das bewegen können. Da. Gut. Super. Naja. Machen wir das nächste fertig. Ja, das kann ich mal hier rein, der Dünger. Andere Richtung. Wieder was geschafft. So, was brauchen wir denn an Materialien? Wir haben so viel Saatgut eingesammelt. Ist schon fast inflationär. Hier war Saatgut drin. Dann lasst uns mal gemeinsam schauen. Was könnten wir denn so gebrauchen? Paprika, gut, da haben wir jetzt noch keine Verwendung. Tomaten jetzt auch noch nicht. Müssen wir schauen, wegen der Rezepte dann. Salbei. Ich würde Salbei nehmen. Einmal Salbei, damit wir hier immer mal Nachschub haben, wird ja nicht schlecht. Agave, ja. Vanille, ich weiß, später brauchen wir die. Würde ich die dann auch einmal wählen. Mais, Bambus. Bambus haben wir nicht so einen hohen Verbrauch. Haben wir auch noch da. Wo wir einen hohen Verbrauch haben, sind Stöckchen zum Beispiel. Ja, also Stöckchen dürfen mit rein. Und Seile haben wir meines Erachtens nach im Moment auch genug. Wir können mal schauen. Hibiskus haben wir. Wir haben Stöckchen. Seile wachsen auch nach. Ah, dann lasst uns mal schauen. Also, wir haben Kokospflaume. Extra ist ein großer Baum. Ach, das sind die Dinger. Okay. Hier habe ich noch keine sinnvolle Verwendung für. Die haben wir noch nicht. Ananas haben wir schon dastehen. Kaffee. Los, komm. Einmal Kaffee. Zack. Kann nicht schaden. Salbei, hat man gesagt. Auch einmal. Dann Kamille. Na ja, los. Wir haben ja Platz im Beet. Bambus haben wir bis jetzt noch nicht. Mich würde mal interessieren, wie viel dann wächst. Los, komm. Einmal Bambus. Können wir ja später dann wechseln und machen. Weinreben, das sind die, die haben wir. Hibiskus haben wir. Flachs. Ich würde tatsächlich sagen Flachs, weil Flachs brauchen wir für Stoff. Und ich habe bisher noch nicht viel Flachs gefunden. Ach ne, klar, haben wir gar keine Samen. So, dann hier eine Agave. Und was haben wir denn sonst noch? Mais, noch keine Verwendung. Kürbis. Eher was zu essen. Tomate, das sind die Essenpflanzen. Vanille. Ich weiß, wir brauchen später irgendwann mal Vanille. Gut. Sache erledigt. Was haben wir jetzt noch? 4. Ja. Düng. Ja. Komm, wir wollen los. Ich pack mal das Werkzeug weg. Wir wollen ja in die Puma-Region. Da ist das jetzt hier alles unwichtig. So. Die Säge kann raus. Das kann raus. Hier nehme ich mal 3 mit. Da können wir uns nämlich ein Bildchen bauen. Feuerstein. Messer. Messer haben wir ja eigentlich, die Obsidian-Messer. Wenn wir Knochen finden, nutzen wir das. Aber eine Feuersteinscherbe.
Wo hatten wir Feuerstein? Ich weiß, wir hatten... Ah, eins ist noch. Komm, das reparieren wir gleich, bevor wir dann... Da. Haben wir. Einmal Obsidian nehmen wir als Reserve mit fürs Messer und für die Axt. Eins, zwei, Messer, Axt. Ach komm, los, das reparieren wir. Was soll's? Wir wissen ja, wo es ist. Das ist repariert, aber fürs Messer nehmen wir einmal mit. Wir haben Baustoff, wir haben Medizin, Wasser. Haben wir irgendwo noch Wasserreserven? Das sieht nicht danach aus. Ausgabe. Okay, doch. So. Den Rest trinken wir einfach. Komm, die 5. Puma-Region klingt für mich so trocken. Komm. Nehmen wir die leere Flasche. Füllen die einfach mal. Zip. Dann können wir den Behälter nämlich auffüllen. Zip. Sprich, wir können, wenn wir wiederkommen, haben wir dann wieder komplett Wasser. Ah, das Karibikwetter ist so schön. Apropos Karibikwetter ist so schön. Ich weiß, momentan kommen die Folgen nicht so regelmäßig und pünktlich, wie ich das gerne hätte. Aber ich bin zurzeit beruflich und gesundheitlich etwas im Stress. Beziehungsweise nicht so gut drauf, sodass ich da etwas hinterher bin. Es wird auch wieder Zeiten geben, da ist das auch wieder alles pünktlicher. Aber momentan ist es echt... Ja, ihr hört es ja auch an der Stimme, dass ich da ein bisschen ein leichtes Krächzen im Hals habe. So. Ich bin bemüht. Zumindest, dass wir jeden Tag hier eine ordentliche Folge hinkriegen. Schon alleine, weil ich da so eine Menge Spaß an dem Spiel habe. Für mich ist das Spiel ja hier pure Entspannung. So, das haben wir. Dann nehmen wir das mal noch raus, das Wasser. Nicht trinken. Nehmen, ja. Auch wenn nicht viel drin ist. 5 Tropfen Wasser. Manchmal können sie helfen. So, das haben wir. Wir haben Medikamente, wir haben was zum Heilen. Ja, wir sind eigentlich vorbereitet. Schiff war fertig. Wie spät haben wir es am Tag? Abend. Dann würde ich... Oh, essen. Haben wir denn noch irgendwas Essbares? Na ja, ein bisschen was vergart hier. Komm, unsere eigenen Ananas. Das muss ich glaube nicht unbedingt essen. Das wird mir nur schlecht. Was ist denn hier? Wasser, ein Zweck, auch dafür essen. Oh, Pfeffer, schön. Oh, geht es uns gleich viel besser. Gut, Rest ist da. Lasst uns ein paar Minuten schlafen. Genauso. Und dann ab in die Puma-Region. Speer? Wie viel ist denn noch dran? Ah, ich nehme noch eine Obsidian-Schärpe mehr mit. Kann nicht schaden. Ja. Haben wir. Aber jetzt wirklich ab. Ich wäre schon wieder fast zum Floß gerannt, aber wir wollen ja mit unserem neuen. Ja, ist ja alles drin. Nochmal Kontrolle, mein Schlafsack, was zu essen, Knochen, Schiffsreparatursatz, da ist noch eine Feuersteinscherbe. Ja. Alles, was der Mensch so braucht, oder auch nicht. So, Puma-Region. Das ist die Büffelregion, also wäre das hier die Puma-Region. Wir dürfen nur hin, wenn wir die Karte der Inseln haben. Check. Oh, uns fehlen noch 2 Teile der Karte. Nochmal schauen, wo wir die finden. Dann nichts wie hin. Erstmal die Chancen nutzen. Ja, so. Segel in die Puma-Region. Geschafft. Oh, ich erinnere mich dran. Ort freigestellt. Finde einen Weg in den Tempel. Uiuiui. Na dann. Dann lasst uns mal hier anlegen. Ich höre schon mal einen Geier. So. Wie lange haben wir noch Nacht? Gerade erst angefangen.
War das wirklich so ein kurzer Weg? Na ja, dann los. Ja, wegen Wind ist immer irgendein Nachteil. Irgendwas ist ja immer. Hallöchen, Herr Geier. Kommst du runter, oder? Na komm. Willst du denn oder willst du nicht? Ja, scheinbar nicht. So, das lasse ich jetzt einfach mal liegen. Wir schauen mal. Eingang zum Tempel. Stöckchen können wir mal mitnehmen. Sack! Eben waren auf der anderen Seite. Na warte. Du wirst mein Frühstück. Komm, komm. Los. Zack, zack. Na, da traut er sich nicht mehr, Feigling. Ups. Ja. Ich hab gesagt, du wirst mein Frühstück. Selbst schuld. Und das erste Ei esse ich immer sofort. Steinablagerung. Naja. Also können wir uns mal merken, wenn wir viele Steine brauchen, hier sind welche. So, Asmo der Bergziege ist wieder unterwegs. Jupp. Komme ich da wirklich nicht hoch? Nö. Okay. Aber hier. Gerade sagen. Bin doch gelernt. Nein. Bin doch gelernte Bergziege. Zwar jetzt nicht der beste Lehrling, aber ich bin dabei. Ja, steht da, haben wir gleich noch ein Seil geerbt. Was ist denn das? So ein Puma darstellen, oder? Bestimmt. Aha. Das Nest, naja, komm, wir nehmen es erstmal mit. Naja, nur sind wir. Ich kann ja mal hier versuchen hochzukommen. Vielleicht können wir von da oben kartieren. Da haben wir wenigstens von hier schon mal so halbwegs im Bild. Fackel es an. Was haben wir denn? Massiver Stein. Harpsche Wiederbelebung in 5 Tagen. Besonderes Objekt. Schade, es geht nicht größer. Vogelnest. Zitterrochen. Oh ja. Ich glaube, da war was. Die waren böse, wenn ich mich recht erinnere. Gehen wir hier runter. Die waren wohl irgendwie böse. Gut. Also hier war nichts weiter. Den Vogel haben wir erfolgreich bekämpft. Irgendwo lag da noch ein Stück Lehm rum. Steckchen nehmen wir schon mal mit. Immer schön die Teile mit einsammeln. Ja, das nehmen wir auch mit. Auch wenn wir es akut jetzt nicht brauchen, weil wir genug von haben. Trotz alledem kann man es erstmal einsammeln. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Gibt es noch böse Tiere? Nö. Wasser des Lebens. Komischerweise, wir haben hier schon 9 Stück und wir haben bisher noch keins gebraucht. Finde ich gut. Ja, und ich weiß, ich könnte meinen Lebensbalken komplett verlängern. Mit einmal. Aber das werde ich erst nutzen, wenn es wirklich mal notwendig wird. So. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Feuerstein. Ach, mehr ist jetzt hier oben drauf nicht zu finden. Noch ein Steinchen. Gut. Haben wir eingesammelt. So, und irgendwo war das nicht sogar unter Wasser, der Eingang? Wenn ich mich recht erinnere, wo war unser Schiff? Ich glaube, wir mussten gegen die Rochen kämpfen, damit wir das freischalten können. Weil dann hätte ich ja schon mal ein Problem, weil kann ich eine Harpune bauen. Hölzerne Harpune brauchst lange Stöckchen.
oder Harpune mit Stoßzahn. Ah ja, da war ja was, die Stoßzähne. Aber hölzerne Harpune können wir bauen mit langen Steckchen. Ob wir auf der Insel lange Steckchen finden? Wir können ja mal gucken. Es geht hier aber runter. Ja. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Haben wir denn irgendwas potenziell hier einstecken? Nee, ne? Pass mal auf, wir schmeißen mal die Eier hier rüber. Das hier rüber. Das und das. Nicht, dass wir zu schwer sind, dann untergehen. Steckchen hier raus, Federn hier raus. Die packen wir auch mal hier raus. Die muss ich jetzt nicht bei mir haben. Und die auch nicht. Ansonsten ist soweit alles. Was ich mal machen würde, das Messer mal reparieren. Ist nicht mehr viel dran, aber für unsere Zwecke soll es reichen. Harpune. Dann lasst uns mal zur Insel rüberfahren. Vielleicht haben wir dort eine Möglichkeit, ein paar lange Steckchen zu ernten. Schwierig, schwierig. Wir können ja mal gucken. Vielleicht finden wir ja was. Weil jetzt extra deshalb nach Hause reisen, nur wegen ein paar langen Steckchen. Ein Kanu habe ich jetzt auch Kinder gehabt, ne? In der Kiste. Ja, ich verlasse mich jetzt so auf den Obsidian-Speer. Ja. Ich guck nochmal vorsichtshalber. Langsteckchen. Nee. Aber was wir mal gucken können. Steinspeer. Wenn wir den zerlegen würden, auseinandernehmen. Hätten wir zumindest die Chance auf 1. Aber ich glaube, einer alleine reicht nicht. Können wir gucken mal. Muscheln kannst du liegen lassen. Hier kostenlose Nahrung. Haben wir schon mal. Blätter. Olle Gammelkisten. Blätterli. Ja, Dinge, die wir nicht brauchen. Eisenbaum. Ich erinnere mich dran. Das war für die bessere Aufwertung. Und die normale Axt. Gewichtsmäßig können wir es tragen. Eisenbaum studiert. Dann nehme ich die da mit, oder? Ich glaube, das war unsere Möglichkeit, unsere Base ordentlich aufzuwerten. Dann mal hier rein. Noch kann man sie tragen. Ist die ganze Steckschnitt auch mitgenommen? Komm, noch was essen. Ja. Das haben wir sozusagen, das Action. Und dann schippern wir mal darüber. Ist halt erstmal eine Entdeckungsruhe. Halt. Na. Ja. Und wenn wir nicht gleich heute einen Puma treffen, dann ist das so. Ja. Zack. Warum war mir das wieder so klar, dass ich hier wieder ins Wasser plütze? Einfach nur. Weil das Spiel mich ärgern möchte. Weil jetzt bin ich nämlich wieder verwindet. Also Haufen Wind. Wind durchnässt. Müssen nur Steckchen. Krieg potenziell gleich wieder als nächstes einen Schnupfen. Ja, und dann geht das ganze Theater von vorne los. Noch so eine schöne Kiste und wir können nichts mit anfangen. Wir können sie noch nicht transportieren. Ich weiß auch gar nicht, ob man die jeweils oder jemals transportieren kann. Steckchen nehmen wir mit. Auf dem Schrott. Auch bloß Kiefer. Also eigentlich ist nichts, was wir gebrauchen können. Auch da ist ein Nest. Geier sehe ich gerade keinen. Ja, können wir uns zu Hause vielleicht ein ordentliches fettes Omelett machen. Ja, die Regenwürmer. Obwohl, wir haben doch eine grüne Kiste an Bord. Die sollten doch ein bisschen halten. Dann können wir doch vielleicht, wenn wir nach Hause kommen, eine Runde angeln. Naja, ich habe eh nasse Füße. Jetzt ist es eh egal.
So, die Eier hier rein, Federn hier rein, Steckchen hier rein. So. Ach nee, ich wollte ja eigentlich... Mal gucken, ob wir hier kartografieren können oder kartieren können. Hier, ist da, hier geht's da hoch. Hier ist eine Höhle, guckt. Ah, seht ihr? Nochmal dicker Ast. Haben nicht vor uns gerade davon erstmal gesprochen? Gibt's hier wilde Tiere? Nee, scheinbar nicht. Ein bisschen Heilung, da ist nichts. Aber hier kann man sich auch bestimmt schön verstecken. Zumindest zum Schlafen, weil hier wäre kein Wind, oder? Ist hier ein Wind? Ja, trotz all dem. Schade. Gut, mal schauen, ob wir hier irgendwie doch irgendwo hochkommen. Ich glaube, das Spiel mag mich nicht so sehr, als dass es mich hier hochlassen würde. Oder? Wir können mal gucken. Ja. Und schon springt er wieder drüber. Na komm, wir probieren es trotzdem mal. Kartieren. So, okay. Muss ich mal merken, hier war unser erster Eisenbaum. Gut, dann rüber auf die andere Insel. Vielleicht haben wir da mehr Chancen. Ja. Gut. So. Muschel braucht man nicht. Noch eine olle Kiste. Kostenlos was zu essen. Und hier hoch. Da-da-da-dam, bam-ba-dam. Jetzt sind wir schon mal oben. Runter geht's dann schneller, bestimmt. Was ist hier? Puma-Trank. Dim, bim, bim. Da freue ich mich natürlich drüber. Weil gerade wenn wir Ausdauer brauchen, ist so ein Puma-Trank so verkehrt nicht. So. Na, schaffen wir noch ein paar Zentimeter höher? Nee. Schaffen wir nicht, zumindest hier nicht. Wir ja, eigentlich nur die Chance nutzen, so viel wie möglich zu kartografieren. Weil wenn wir dann die Meeresressourcen brauchen, wäre es schon schön zu wissen, wo sie sind. Nicht. Nein. Ah, das war doch wieder klar. Naja, egal. Komm. Kartieren. Und letzte Kohle. So. Levelaufstieg wenigstens. So, die Karte haben wir. Den Landstreifen haben wir zumindest. Erkennen wir den hier auf der Hauptkarte? Sind wir jetzt hier. Da ist eine Ortskarte. Was wir natürlich noch nicht haben, ist ein langes Steckchen. Wo war denn jetzt unser Schiff? Und hier oben. Halt. Da nicht, dort nicht. Hier irgendwo. Oh nein! Was macht denn, was war denn das jetzt für eine Aktion? Springt er einfach da runter wie so ein Klippenspringer? Ah ja. Gut, dann müssen wir doch hier durch. Mal schauen, ob wir hier irgendwo ein bisschen was erkennen können. Nee. Und dann wieder raus, bevor Luft und Ausdauer weg sind. Schwimmlevel 2. Seht ihr, selbst meine Fehlschläge führen irgendwie noch zu irgendeinem Erfolg. So, einmal ringsrum. Ja, dann legen wir mal da drüben an.
finde einen Weg in den Tempel. Ich glaube, da müssen wir wieder an den Rochen vorbei. Und dazu brauchen wir aber eine Harpune. Und da wir ja schon genug Wildschweine gesammelt haben, aber die Zähne bisher noch nicht, oder ich sie vielleicht verschmissen habe, war da gerade keine Chance. Sieht schon böse aus, so ein Lavaberg, oder? Naja, wir nehmen es, wie es kommt. Ja, sieht ein bisschen karg aus. Ach, zumindest bin ich schon mal oben. So, Kohle. Oh oh. Dann werden wir uns wohl mal schnell ein Lagerfeuer machen müssen. Damit wir noch ein bisschen Kohle haben zum Kartieren. Das reicht uns, ein einfaches. Oh nein! Platzieren, bauen. Mal schauen, ob wir es wenigstens auch ankriegen. Entzünden. Naja. Wer hätte denn gedacht, dass es beim ersten Mal was wird? Kohle. Ja? Wie bauen wir denn jetzt? 16 Stück. Damit kommen wir ein paar Zentimeter hin. Komme ich noch ran? Dann kann ich nämlich das rauspacken und das rauspacken. Hier ist unser Frühstück oder was ich dafür halte. Okay. Eiseninsel. Ah. Sind wir jetzt schon auf der Eiseninsel? Wollten wir zwar noch nicht wirklich hin, also zumindest nicht bewusst. Aber okay. Ein Schakal. Eine Schlange. Ja, komm. Der ist hinter dem Baum, also hinter dem Felsen. Wenigstens ist er weg. Oh nein. Oh Gott. Ich dachte jetzt, der springt hier drüber. Was haben wir denn sonst hier? Du warst des Lebens. Schakale, Eisenbaum. Lange Stöckchen kann ich jetzt hier gerade nicht erkennen. Ein dickes Stöckchen, aber das ist nicht das, was wir eigentlich wollten. Spinnen und sonstiges Igitt. Nein. Ich kann keine entdecken. Na komm, du blöder Schakal. Du willst es doch auch. Na komm. Naja, nur Schakalzähne. Also nichts, was wir jetzt wirklich bräuchten oder was uns jetzt hilft. Steinchen, in Stöckchen, aber... Nee.
nichts, was mir hilft. Mist. Zumindest ist es mal Licht, wir sehen wenigstens was. Also von einer alten Kiefer. Was? Ist jetzt irgendwas gerade gesehen? Mal zurück. Ist es hier oben drüber? Das nehmen wir schon mal mit. Seid lieb zu mir. Ich tue euch nichts. Gott. Na komm. Manchmal, aber nur manchmal. Na komm. Mach mal einen Stein und einen Puma-Trank. Prima. Oder war es ein Schlangentrank? Puma-Trank. Hallo. Sehen wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr? Gut. Ich würde sagen, dann werden wir wohl doch nach Hause reisen müssen und uns zu Hause erstmal im. Den Bogen habe ich wieder nicht einstecken. Und die Axt ist. Die Spitzhacke ist auch nicht repariert. Na komm. Geh weg. Das ist alle beide so Trickere. Oh. Für mich sah es eher so aus, als würde er in die entgegengesetzte Richtung laufen. Hat uns ein bisschen getroffen, aber naja, nicht so, dass ich mich jetzt ärgere. Denn wir wollten ja sowieso unser Leben hochheben. Zumindest unseren Lebensbalken auffüllen. Und vielleicht ist das jetzt die Chance, die ich brauche, um zu sagen, okay, ich mach's. Und nehme so ein Wasser des Lebens. Ah ja. Wir sehen etwas blutig aus. Also hier war nichts. Kein langes Steckchen, kein kurzes Steckchen. Ach, ein großer Stein. Bisschen Lotus, bisschen Hibiskus. Ja. Also wir haben die Insel getroffen. Wir waren hier, wir haben sie gesehen. Müssen unsere Harpune bauen, sprich, wir müssen irgendwie schauen, dass wir ein paar Wildschweinzähne kriegen. Oder irgendwie anderes Material, was uns dazu befähigt, eine ordentliche Harpune zu bauen. Ich sehe nichts. Wenn wir nochmal hier sind, können wir hier mal gucken, ob wir wenigstens. Nee, also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass wir ad hoc was finden. Naja, Reise angetreten, Reise abgebrochen. Zum Glück habe ich eine Reiserücktrittversicherung abgeschlossen, bevor wir das Spiel gestartet haben. Schön wär's. Nee. Ja.
Was noch eine Schlange? Nein. Weil sonst lag immer mal wenigstens ein kleines Stöckchen rum. Zumindest eins, was wir brauchen. Stirb! Die wilden Tiere sind ja weg. Skorpione rennen keine rum. Oh. Wir haben zu viel Kupfererz einstecken. Ist aber verdammt schlecht. Ja. Nicht, dass es jetzt für uns was gebracht hätte, dass... Oh, da ist noch ein Lehmklumpen. Ja, also nicht, dass es für uns jetzt was gebracht hätte, das wegzumachen. Wir sind in der richtigen Richtung, ja. Aber es gibt ja alles Skillpunkte für Jagen. Ja, na gut. Liegt auch noch ein bisschen Lehm. Boing, voll gegen die tierische Seen. Oh, ist mal wieder zu schwer. Komm, iss was, dann bist du nicht mehr zu schwer. Wusste ich doch. Gut. Na dann, würde ich sagen, ich düse mal Richtung nach Hause. Oder wir düsen nach Hause. Wir schmeißen den Stein weg. Bauen uns unsere Harpune und dann versuchen wir es morgen nochmal. Oder ist das für euch akzeptabel? Bestimmt, ne? Ich würde rumgeistern an Ecken, weil hier sind überall die dicken Stecke oder die dicken Äste. Ob die vielleicht sinnvoll oder wertvoll sind hier. Oder ob das Spiel uns damit sagen will, hier, du musst ganz viele davon haben. Werden wir heute nicht rauskriegen, aber morgen ist auch noch ein Tag. Naja, es ist und bleibt spannend. Also dann danke ich euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Es geht gut los. Zumindest macht es mir jetzt schon Spaß, dran zu denken, hier alles zu erkunden. Wenn ihr das genauso seht, dann liked die Folge, abonniert den Kanal und ganz wichtig, schaltet morgen wieder ein, denn nur dann erfahrt ihr, wie es hier weitergeht. Zumindest wie es bei mir hier weitergeht. Also, bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.